Bodenständigkeit, Energie und Vorwärtsbewegung. Das sind die Mottos, Themen unseres Vollmonds im Stier, jetzt am 15. November um 22.29 Uhr. Wer da noch wach ist, kann gerne mal einen Blick an den Himmel werfen und sich diesen Vollmond mal in seiner ganzen Pracht anschauen. Ja, und dieser wunderbare Vollmond bringt ganze sechs Grundthemen mit sich, die wir uns jetzt mal anschauen wollen, bevor wir uns noch die Kartenbotschaften dafür mit anschauen. Und ist es nicht spannend? Ich meine, wir wussten das hier natürlich schon lange aufgrund der Botschaften, die wir in den letzten Astrologie-Talks hier miteinander geteilt haben, dass hier ja, die Welt im Umbruch ist. Die USA hat gewählt, hat einen alten neuen Präsidenten. Deutschland hat keine Regierung mehr. Und wer jetzt sagt, das hat mich überrascht, sowohl der eine Ausgang als auch die andere Geschichte. Wirklich? Ganz ehrlich, wirklich, was davon war überraschend? Weil wenn wir uns die Energien der letzten Wochen und Monate angeschaut haben, wir wussten, was kommen würden. Wir wussten, was da im Busch ist, und wir wussten, dass Wahrheiten ans Licht kommen, die gar nicht mehr so leise von den Spatzen, von den Dächern gezwitschert, gerufen, gesungen worden sind. Und genauso geht das jetzt hier astrologisch auch weiter. Also wenn wir uns mal diese Vollmondenergien anschauen, dann schließt sich damit auf der einen Seite ein Kreis, weil Dinge zu einem Abschluss kommen, aber kein Abschluss, der das Ganze rund werden lässt, sondern ein Abschluss, der sagt, und jetzt geht's weiter nach vorne und damit geht's vorwärts und damit nimmt das Ganze nochmal neue Fahrt auf. Also kein Durchschnaufen, sondern eigentlich noch mehr Aufregung, Spannung, Energie und neue Möglichkeiten. Das heißt, das eine große Thema, das dieser Stier-Vollmond mit sich bringt, ist das Thema des Informationsflusses. Wir gehen immer mehr Dingen auf den Grund, Dingen, die ja, im Misskredit waren, die eh schon ja, einen schlechten Ruf hatten, Dinge, wo man eh schon ein komisches Bauchgefühl hatte. Man kommt also immer tiefer auf den Boden der Tatsachen an. Ja, Erdung, Stier, Feuer, Kraft, aber ganz, ganz, ganz viel Bodenständigkeit. Dies ist jetzt nicht nur weltpolitisch zu sehen, sondern eben auch, wir haben hier eine Bandbreite an Möglichkeiten, weil wir auf einmal neue Lösungen finden können oder eben auch detaillierter Erkenntnisse gewinnen, als wir es vorher hatten. Vielleicht hatten wir vorher nur so laut Eisbergtheorie so ein Stückchen an Informationen zur Verfügung, um Entscheidungen zu treffen, um in bestimmte Richtungen zu gehen, um vorwärts zu kommen. Und auf einmal öffnet doch der Eisberg auch den Blick auf das, was sonst unter Wasser liegt. Und wir bekommen viel mehr Einsichten, viel mehr Klarheit für unsere persönlichen Situationen, aber auch global betrachtet, ist da sehr viel mehr los, dass wir ja doch noch mal andere Entscheidungen treffen können, was unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Situationen und Grundlagen angeht in unserem Leben. Wir, wie gesagt, finden eine neue Klarheit, wir tauchen tiefer ein, erkennen einem erstmals das Ungesehene oder es wird klarer von dem, was wir im Gespür schon so hatten, aber auf einmal zeigt es sich dann doch ganz präsent. Also, das sind die einen Themen, dieses Gefühl von Nachtigall, ich hör da Trapsen, da ist doch was im Busch, wird auf einmal nicht nur so ein Gefühl, sondern es zeigt sich wie auf einem Silbertablett präsentiert in seiner Wahrheit und Klarheit. Ein zweites Thema, ein wichtiges Thema, was wir in diesem Stiervollmond haben, ist schon ein großer Vorbote auf den nächsten Merkur rückläufig. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, anderthalb Wochen, bis Merkur in rückläufig dreht, aber er ist jetzt schon in seiner Schattenperiode angekommen. Und das bedeutet, dass wir schon spüren können, was dieser Merkur an Auswirkungen für uns hat. Manchmal in der Schattenperiode intensiver, als wenn wir da drin stecken. Das heißt, für alle, die jetzt, sagen wir mal, innerhalb des nächsten Monats, aber besonders jetzt in dieser Woche und in der nächsten Woche, irgendwas mit Verträgen zu tun haben oder irgendetwas mit Gesetzesgeschichten, mit einem kleingedruckten Text.
Bitte, bitte, bitte ganz genau lesen, jedes Detail lesen, überprüfen. Verstehe ich wirklich, was da steht, oder gehe ich davon aus, dort hat schon so seine Richtigkeit, ist ja ein Standardvertrag. Mach wirklich dir bewusst, ob das, was da steht, von dir verstanden wird. Wenn nicht, frag jemanden nochmal um Rat, um Erklärung, was steht da wirklich? Und überprüfe auch, ob das wirklich so ist, festgehalten, dokumentiert worden ist, wie du das Ganze gerne hättest. Denn was nutzt es dir, wenn du dir eine Waschmaschine kaufst, aber es wird ein Trockner geliefert, weil du denkst, nur der Verkäufer, der hat mich ja jetzt beraten, ich unterschreibe das jetzt. Also, wir haben über das Gleiche gesprochen. Und du überprüfst nicht nochmal, was da stand. Überprüf wirklich, ist das, was da steht, das, was ich haben wollte. Und gerade hier ist die mühsame Detailverliebtheit essentiell, bevor du eine Unterschrift unter irgendetwas setzt. Man sagt ja in Merkur rückläufig, 2 Wochen vorher, 2 Wochen danach, bitte generell nichts lebensveränderndes unterschreiben. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, bitte genau lesen, genau studieren, auf den genauen Wortlaut achten. Thema Nummer 3, wenn wir schon beim Thema Lesen sind. Jetzt geht es ums Schreiben. Also einmal andersrum. Es ist ein guter Zeitpunkt für Schriftverkehr. Es ist ein guter Zeitpunkt, um seine Buchhaltung in Ordnung zu bringen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um To-Do-Listen zu schreiben. Es ist ein guter Zeitpunkt, um generelle Protokolle zum Beispiel auch zu schreiben, Dinge schriftlich festzuhalten, als nur sich auf das gesprochene Wort zu verlassen. Aber beim Thema Schreiben, für alle die, die schon immer mal ein Buch schreiben wollten oder mal wieder weiterschreiben wollten, wäre jetzt ein idealer Moment, damit zu beginnen. Dieser Vollmond ist ein schriftlicher Vollmond. Setz dich dran, schreibe dein Buch, schreibe deine Memoiren, schreib deinen Blog, schreib einen Artikel, schreibe Tagebuch meinetwegen, schreibe, was das Zeug hält. Und für alle die, die sagen, ja, ich bin so in den letzten Zügen vom Schreiben, auch das Thema Editing, wie heißt das auf Deutsch? Lektorat, ja, Fehlersuche. Und Themen nochmal durchgehen, auf Fehler überprüfen, ist auch super, super, super genial. Alles, was mit Planung zu tun hat, das war ja eh schon Thema dieser Woche. Ich verlinke dir gern hier am Ende des Videos nochmal das Video zu den Wochenendenergien. Woche- und Wochenendenergien hatten ja auch das Thema von Plänen und Projekten. Also geh schon in die Zukunftsperspektive. Das Jahr ist fast um. Frag dich, was will dieses Jahr noch unbedingt von mir erledigt werden? Wo will ich noch unbedingt einen Haken dran machen? Aber viel wichtiger, geh schon in die Planung fürs nächste Jahr. Auch wenn man traditionell sein Vision Board ja erst zum Ende des Jahres oder zum Beginn des nächsten Jahres erstellt, ist es doch so, dass dir jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wie das nächste Jahr für dich werden soll und auch hier die Details mit einzuplanen, ganz, ganz, ganz hilfreich sind. Auch das schriftlich festhalten, weil wir haben immer noch unseren schriftlichen Vollmond. Thema Nummer 4 ist, schau dir an, wo Dinge nicht vorangehen. Und manchmal ist ja ein Nicht-Vorangehen einfach eine Frage des Universums, um dich ein bisschen zu ärgern, um zu sagen, na, wie sehr willst du denn wirklich? Wie sehr willst du denn wirklich? Ich probier mal so ein bisschen. Ich schieb dich mal so ein bisschen. Ich ärgere dich mal so ein bisschen. Lässt du dich vom ersten kleinen Ding, was dir in den Weg gerollt wird, ja, lässt du dir da den Mut nehmen und schmeißt die Flinte ins Korn? Oder sagst du dir, nö, ist ein Problem, aber ich löse das jetzt. Aber dann gibt es die anderen Sachen, die anderen stagnierenden Dinge, die einfach, egal was du tust, nicht zum Laufen kommen. Vielleicht, weil sie ausgedient haben. Vielleicht, weil du versuchst, ein totes Pferd zu reiten und sämtliche Wiederbelebungsmaßnahmen für dieses Pferd nicht funktionieren. Und dann nutzen auch 25 tolle Berater nichts, die du dir teuer einkaufen kannst, mit denen du versuchst, ein totes Pferd wiederzubeleben. Wenn es tot ist, dann ist es tot. Also überprüfe bitte die toten Pferde deines Lebens. In aller Ehrlichkeit, in aller Wahrheit, ja, so wie wir es jetzt auch
mit dieser Bundesregierung erlebt haben. Und lass los von dem, was du in der Vergangenheit mal kreiert hast oder dir gewünscht hast, was vielleicht auch super funktioniert hat, was aber zum heutigen, jetzigen Zeitpunkt, zu deiner jetzigen Version nicht mehr passt. Und aus nostalgischen Gründen oder aus angstbehafteten Gründen sagst du, ich kann das doch nicht aufgeben, ich kann das doch nicht sein lassen, weil ich habe da so viele Jahre meines Lebens drin investiert, so viel Zeit, Aufmerksamkeit, Geld. Es war auch mega erfolgreich und es war alles so toll, toll, toll. Aber wenn es das nicht mehr ist, überprüfe in aller Ehrlichkeit, ob du ein lahmendes Pferd reitest oder ein totes. Ganz, ganz ehrlich will dieser Vollmond sein Licht auf diese Situation leuchten. Thema Nummer 5 ist, Dinge auch wirklich ins Umsetzen zu bringen. Also da, wo du in die Planung gehst oder wo du die Vorstellungen hast von, ach, das wäre eigentlich auch mal schön, zu sagen, nee, jetzt hören wir mal auf mit, es wäre ja eigentlich machen, machen, machen. Also das bringt ja auch noch mal so eine Umsetzungsschubkraft nach vorne. Einmal einerseits, wie gesagt, im Loslassen dessen, was nicht mehr passt, aber andererseits durch dieses Freiräumen bringt es uns einen Schub nach vorne für, aber dafür umso mehr, umso besser, umso schneller, umso großartiger, weil ich da also meine neuen Wahrheiten gefunden habe und wirklich auch solide Fundamente aufbauen möchte. Und solide Fundamente ist ja, wie ich immer sage, das, was nie so viel Spaß macht, aber sich langfristig auszahlt. Und deswegen macht das Sinn, jetzt schon mit der Planung fürs nächste Jahr zu beginnen, damit du die Fundamente schon mal gebaut hast, auf die du dein nächstes Jahr nach oben bauen kannst und draufsetzen kannst. Ganz, ganz, ganz wichtig, jetzt aus Träumen Realität werden zu lassen. Und zwar nicht in einem illusorisch naiven ich mach da mal, sondern in einem überzeugten, fundamentalen, und genau so ist es, weil genau das ist jetzt dran. Das und nichts anderes. Warum? Weil es mir die Seele satt macht. Und alles, was du so tust, was dich nicht mehr erfüllt, was dir nicht mehr diese Freude bringt, die du mal hattest an den Dingen, nimm die rosarote Brille ab, leg sie beiseite und schau in aller Ehrlichkeit hin, welche Pferde unter dir verendet sind und welche stattdessen jetzt geritten werden wollen. Ja, und Thema Nummer 6, das dieser Vollmond mit sich bringt, Veränderungen, wo wir es am allerwenigsten erwarten können, noch über uns reinrollen. Also das ist wieder dieses Thema von, es hat sich so lange angekündigt, jetzt ist die Umwälzung im Gange, ja, die Dinge sind angestoßen worden und man denkt sich, ah, okay, jetzt läuft's, aber die eigentliche Tsunamiwelle, die kommt erst noch. Und wunder dich nicht, wenn Dinge, die jetzt hier und da schon durch die Medien gehen, in dir vorgehen, in deinem Umfeld vor sich gehen, wenn da auf einmal nochmal eine Riesenkehrtwende kommt, eine Riesenveränderung, ein Riesenanders, was uns vielleicht umhaut, was wir vielleicht nicht wahrhaben wollen, was uns vielleicht in Unsicherheiten stürzt. Und ich denke da an, gerade auch an die Zeit, als wir die Wende hatten in Deutschland. Ich meine, ist ja auch spannend, oder? Dass gerade Anfang November jetzt einmal 1989 und jetzt 2024 ein großes Geschehen in diesem Land vor sich geht. Dass es die Novembermonate sind, die Monate, wo Dinge zu Ende gehen, bevor der Neustart beginnt. Schon nicht so zufällig das Ganze alles, wenn man hier ein bisschen mehr von der spirituellen Seite drauf schaut. Aber wenn ich an die damalige Zeit denke oder beziehungsweise an Erzählungen, die mir danach an mich herangetragen worden sind, weil ich war 9, als die Mauer gefallen ist, da haben doch viele Ostdeutsche nicht damit gerechnet, dass dieses Land am Boden liegt. Die waren davon überrascht. Und wundert dich nicht, auch wenn du meinen Kanal hier verfolgst, dann wusstest du, was auf uns zukommen würde. Vielleicht nicht im Detail, aber dass hier was passieren würde, das wussten wir alle. Wundert dich nicht, wenn Menschen staunen und sich fragen, was passiert denn hier gerade? Ich verstehe es ja nicht. Die haben halt die letzten
drei, vier, fünf, 10, 15 Jahre verschlafen. Aber die wundern sich. Aber wunder du dich nicht, dass die sich wundern. Weil dieses Gefühl von, weißt du, roher Haut, wenn du irgendwo Schorf hast und dann kratzt du dieses Schorf ab und die Wunde, die einmal sich mühsam verschlossen hat, bricht wieder auf und es kommt doch wieder Blut oder Wundsekret oder weiß ich nicht was raus. Und man denkt sich so, ah, warum habe ich da rumgepult? Aber ich konnte auch nicht anders. Das ist genau dieses Wundegefühl, das viele Menschen jetzt erleben werden. Wir hoffentlich nicht, weil wir vielleicht auch nicht alles toll finden, was hier gerade passiert, aber vorbereitet waren. Aber die, die einfach nichts mitgekriegt haben, weil sie nichts mitkriegen wollten, und auch das hatten wir schon öfter im Laufe unserer deutschen Geschichte oder auch Weltgeschichte, kann ein Gefühl der Bodenlosigkeit, des Bodens unter den Füßen weggezogen sein oder auch so einer inneren, ja, verletzten Rohheit mit sich bringen. Also wunder dich nicht, wenn die Menschen gerade sehr sensibel auf Dinge reagieren, wo sie normalerweise gut wegstecken konnten. Okay, das waren sie erstmal, unsere Botschaften für den Vollmond. Und wenn du dich fragst, warum das Bild gerade so schlecht geworden ist, nach Sonnenschein kommt hier auch irgendwie gerade totale Dunkelheit. Und ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn ich hier einmal kurz das Licht noch mit anmache. Nicht wirklich, oder? Ein Hauch vielleicht. Ja. Endzeitstimmung. Okay. Was wollen die Karten uns denn sagen zu dieser Vollmondbotschaft? Und da kommt die Karte des Schutzzaubers daher. Der Schutzzauber, der sagt, alles, was hilft, bitte nutze es. Ob das innere stärkende Mantren sind, die du dir aufsagst, ob das bestimmte Heilsteine sind, mit denen du dich schützt. Ob du mal alles Mögliche durchräucherst, Salz um dein Haus streust, dir vorstellst, okay, ich lasse dein Thema bei dir, meins sind meine Themen, not my circus, not my monkeys, deins ist deins, meins ist meins. Aber achte darauf, dass du die Dramen dieser Welt nicht so sehr an dich herankommen lässt, jetzt in diesen nächsten 2 Wochen. Da kann einiges auf dich zurollen, was wirklich nicht deins ist, wo Menschen dich vielleicht als Kummerkasten benutzen, als Jammerkasten benutzen, als ich muss mich mal auskotzen benutzen. Und die Sache ist aber, dass jedes gesprochene Wort auch in der Schwingungsfrequenz etwas mit deiner Körperschwingung macht. Also sei dir da gewiss, gewahr, dich zu schützen und zu wappnen, wie auch immer, mit welchen Strategien du das auch tun möchtest, um deren Negativität nicht auf dich überschwappen zu lassen. Weil dafür haben wir keine Zeit. Dafür haben wir keine Zeit, weil wir sind ja damit beschäftigt, unser nächstes Jahr zu planen. Und das doch bitte in einer zuversichtlich genialen, tollen Energie. Okay, schauen wir mal, was die Karten uns noch sagen möchten für diese Vollmondzeit. Der Hierophant über Kopf. Dinge, die keinen Bestand mehr haben, dürfen gehen. Da haben wir es nochmal. Das Establishment hat keinen Bestand mehr. Und auch hier, ob wir damit jetzt unsere politische Situation sehen oder ob wir damit eben auch die Dinge in unserem Leben sehen, die ausgedient haben, weil wir tote Pferde reiten. Das, was ausgedient hat, darf gehen. Und im Weg stehen könnte uns ein innerer Konflikt von darf ich das, kann ich doch nicht, geht doch nicht, wie schlimm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ich will nicht und es geht nicht und diesen nicht wahrhaben wollen von dem, was wir innerlich aber wissen, was als Überzeugung in uns da ist. Und sich darüber zu erheben, über dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, zu sagen, Moment mal. Ich erkenne ein totes Pferd, wenn ich es sehe und wenn ich zu Fuß gehe und damit langsamer vorankomme als mit einem Pferd. Ich bin immer noch schneller, als auf einem toten Pferd weiterzureiten. Lass hinter dir, was nicht mehr stimmig ist, was ausgedient hat. Und damit sind wirklich die Sachen gemeint, die deine Seele nicht satt machen. Weil wenn dein Körper etwas möchte, wenn dein System etwas möchte, dann ist es übersprudelige Freude, Erfüllung, Glückseligkeit und das Gefühl, etwas bewirken zu können.
Und wenn du das nicht hast, so dort, wo du bist, ist es an der Zeit, Veränderungen zumindest zu planen, um sie dann im nächsten Jahr umzusetzen. Ganz für dich in aller Ehrlichkeit. Was hat keinen Bestand mehr? Was hat ausgedient? So, als Rat haben wir hier nochmal erhobenen Hauptes, in absoluter Überzeugung und nicht in der Hoffnung, na, hoffentlich wird es nochmal was, hoffentlich kriege ich das nochmal hin. In absoluter Überzeugung. Das ist das innere Gefühl, das dich leiten sollte in deinen Entscheidungen, die du triffst. Und nicht, oh Gott, ich hoffe und wenn und überhaupt und wäre ja schön, sondern absolute innere Überzeugung. Im Einklang mit unserem Ast der Kelche ist es die perfekte Kombi aus doppelter Überzeugung. Das eine ist die mentale und das andere ist die Glückseligkeit. Und die beiden im Kombi sind einfach unschlagbar, um neue Wege zu gehen, die uns im Herzen froh machen, die uns in der Seele froh machen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ja, vielleicht wissen wir davon noch nicht alles. Vielleicht ist da noch ganz, ganz, ganz viel unklar hier mit dem Bube der Kelche, weil der weiß halt ganz viel noch nicht. Wir haben aber hier unser freudvolles inneres Kind, das zufälligerweise ein sehr lebendiges Pferd reitet. Das ist ja auch mal wieder genial. Und sagt, juhu, da geht's lang. Und für alles andere stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und ja, andere Dinge kann ich vielleicht besser, weil ich sie routiniert schon so und so viele Jahre mache. Aber das Neue ist das, was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das Neue ist das, was mir den Kopf frei macht, was mir eine Klarheit bringt, was die Gewitterwolken sich verziehen lässt und hier wirklich, wirklich, wirklich etwas Herausragendes in diesem Leben für mich bewirkt. Ganz, ganz, ganz wichtig für mich und meinen Weg. Und da kommt hier nochmal die Karte des Schutzzaubers daher. Schütze dich bitte auch vor Meinungen anderer, die dir deinen Weg ausreden wollen. Und die, gerade dieses Fühlen der eigenen Überzeugung, dem Lauschen der eigenen Seele, als hätte ich es nicht schon im wandelnden Mai oder wann geahnt, als ich den Soul Communicator kreiert, empfangen und angefangen zu kreieren habe. Mein Programm für 2025. Wenn du sagst, ich spüre den Wunsch nach einer großen Umwälzung, ich spüre den Wunsch nach einer Veränderung, ich spüre den Wunsch nach Verbundenheit zu mir selbst, weil ich spüre, dass meine Seele mir was sagen möchte, aber ich krieg's nicht gegriffen. Wenn doch alle sagen, alle Antworten sind in mir, ja, wo sind die denn? Dann komm in den Soul Communicator. Wir verbringen ein Jahr lang in Kommunikation mit dir und deiner Seele, mit ganz tollen Übungen, mit ganz tollen Calls, mit ganz viel Verbundenheit, Nutzen der aktuellen Energien, im Einklang mit den aktuellen Energien unterwegs zu sein. Es wird ein Programm sondergleichen, weil sowas in der Art habe ich noch nie gemacht. Es wird spannend, es wird liebevoll, es wird tief, es wird verbunden, es wird sicherlich aufwühlend, auf jeden Fall aufwühlend, also wenn ich schon an unseren allerersten Call denke. Ich habe einiges vor. Also melde dich an zum Soul Communicator. Im Januar geht's los und wenn du dich jetzt anmeldest, kannst du noch von unserem It's Getting There Preis, also wir nähern uns Preis, profitieren. Ich habe ja immer irgendwie so ein magnetisches Datum, magisches Datum, wo ich Preise erhöhe und das nächste Mal ist, wenn die Bäume ihre Blätter verloren haben. Und so viele hängen hier nicht mehr. Also der hier direkt vor meinem Fenster, der ist schon ganz schön kahl. Also melde dich jetzt noch an für ein gemeinsames Jahr auf der Entdeckungsreise zu deiner Seele und zu dir selbst. So, was haben wir als abschließende Botschaft? Den Link findest du natürlich am Ende dieses Videos und auch unten in der Infobox verlinkt. Da findest du auch noch die kostenfreie Anmeldung zum Aufbruch in dein Leben-Kongress. Der läuft ja noch. Melde dich da auch gerne an, wenn du es noch nicht getan hast. Und spannenderweise haben wir jetzt zum einen die Karte, die wir auch schon zum Botschaften zum Wochenende hatten. Bleib dran und lass keinen Stein unbedacht oder ja, also schau genau hin. Also bleib dran an deinen Ideen, bleib dran an deiner Überzeugung, bleib dran an dem, was du dir für dich und dein Leben wünschst. Lass sie von niemandem reinquatschen. Und aber auch das Thema
Mach mal langsam. Du musst nicht alles heute gleich lösen und wissen. Aber fang an mit der Planung fürs kommende Jahr. Bis zum Ende dieses Jahres, aber vor allem auch fürs kommende Jahr. Mach mal langsam. Du musst nicht alles heute wissen oder lösen. Auch nochmal eine schöne Botschaft. Also, spannende Zeiten, in denen wir gerade leben. Man kann es nicht anders sagen. Ich danke dir fürs Einschalten. Freue mich, wenn du beim Soul Communicator dabei bist. Und bis zum nächsten Mal, deine Denise.